Hi, Spyro. Ich bin Eloras Freundin. Und sie hat mich gebeten, dir zu helfen. Wenn du zu mir kommst, zeige ich deinen Fortschritt an. So etwa. Sap bedeutet, dass ich dich hierher zurückbringe, wenn du in Schwierigkeiten bist. Bis später. Um dich umzusehen, halt die Dreiecktaste gedrückt. Probier das in dieser Höhle aus. Sparks, die Libelle, die dir folgt, ist deine Gesundheitsanzeige, Spyro. Je heller sie ist, desto mehr Treffer kannst du abwehren. Du liegst gut, Spyro. Sammle weiter Talismane, damit wir Ripto schlagen können, bevor er Avala in seine Gewalt bringt. Oh, und sammle auch weiter Kugeln. Der Professor meint, dass sie dir helfen, zur Drachenwelt zurückzukehren. Diese Metallschilde machen Gegner unverwundbar gegen deinen Feuerstrahl. Wenn du die Quadrattaste gedrückt hältst, kannst du sie durch Umstoßen besiegen. Um die Kamera nach links oder rechts zu bewegen, drück die L2 oder R2-Taste. Gegner wie diese Yaks sind zu groß zum Umstoßen. Dein Feuerstoß sollte solche großen Gegner leicht erledigen. Jedes Mal, wenn du einen Gegner besiegst, wird ein Geisterpartikel freigesetzt. Die Geisterpartikel aktivieren den Powerpunkt in dieser Welt. Wenn der Powerpunkt nicht funktioniert, musst du mehr Gegner besiegen. Denk an Jägers Rat. Du gleitest am weitesten, wenn du auf dem Höhepunkt deines Sprungs X drückst. Spyro, wir wollen dir beim Kampf gegen Ripto helfen. Elora speichert in deinen Kugeln Superenergie. Jäger wird dir die aufgeladenen Kugeln zuwerfen. Und in eben diesem Moment experimentiert der Professor mit neuen Formen von Superenergie. Bald wirst du noch nie dagewesene Fähigkeiten haben. Doch sei vorsichtig. Da Ripto jetzt den Superkristall hat, ist er mächtiger denn je.